Himmel über Baden. Informationen und Reportagen aus der evangelischen Kirche. Das Haus der Kirche in Bad Herrenalb. Jeweils im Frühjahr und Herbst treffen sich hier gewählte und berufene Vertreter der badischen evangelischen Kirchengemeinden zur Landessynode. Doch was genau passiert hier eigentlich? Einer, der es wissen muss, ist Synodenpräsident Axel Wermke. Eine Organisation wie Kirche muss in irgendeiner Form geleitet werden. Es müssen Ordnungen gegeben werden. Im staatlichen Bereich würde man sagen Gesetze. Und genau hier kommt die Synode ins Spiel. Sie berät und beschließt die Regelungen. Beraten wird dabei in erster Linie in den vier ständigen Ausschüssen, dem Finanzausschuss, dem Rechtsausschuss, dem Bildungs- und Diakonieausschuss sowie dem Hauptausschuss. Die Ergebnisse der Beratungen werden dann von einem Berichterstatter in öffentlichen Plenarsitzungen noch einmal vorgestellt und debattiert, bevor das Plenum auf demokratische Art und Weise per Abstimmung Beschlüsse verabschiedet. Dennoch ist die Landessynode keine Art Parlament im staatlichen Sinne. Das Parlament ist ein Gegenüber zur Regierung. In der badischen Grundordnung, also in unserer Kirchenverfassung, ist es aber ein Zusammenspiel der Kirchenleitung zwischen Landessynode, Landeskirchenrat, Landesbischof und dem Kollegium des evangelischen Oberkirchenrats in gemeinsamer Verantwortung. Die Landessynode ist zudem auch Synodengemeinde. Heißt konkret, der Tag beginnt und endet mit einer Andacht, zusammen wird gebetet und immer wieder wird gemeinsam gesungen. Dennoch, für die Synodalen, auch wenn die mehrtägige Veranstaltung im schönen Albtal stattfindet, nicht immer ganz einfach zu bewerkstelligen. Die Synode ist mit einem relativ hohen Aufwand zu führen. Und das bedeutet, dass es relativ viel Zeit kostet, sich da einzubringen. Und das bedeutet aber auch im Endeffekt, es sind relativ viele, die professionell in diesen Branchen sind, Theologen, die dafür auch abgestellt werden, und relativ wenig, die aus dem Berufsleben heraus sich Zeit nehmen können, an 2x4 Tagen im Jahr in diese Synode zu kommen. Da kommt es dann besonders gelegen, dass für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt ist. Die verantwortliche Küchenchefin Carmen Scheible ist mittlerweile 25 Jahre in Amt und Würden. Während des Synodetags geht es los mit morgens Frühstück zu Richter für 120 Personen. Dann gibt es Zwischenkaffee draußen, gibt es Obst und irgendwelche Beilage dazu. Und dann gibt es Mittagessen kochen. Also das heißt, Suppe gibt es immer, dann gibt es Fisch, heute gibt es Fisch, Lachsfilet, pochiertes Lachsfilet mit grünen Nudeln, Kräutersoße, Gemüseplatte und Vegetarisches gibt es jedes Mal und Salatbuffet und Dessertbuffet gibt es noch hinzu. Die Synodalen werden während der mehrtägigen Tagung aber nicht nur exzellent vor Ort verpflegt. Das Haus der Kirche verfügt als Tagungs- und Bildungszentrum der Evangelischen Landeskirche Baden über insgesamt 90 komfortabel eingerichtete Zimmer zur Unterbringung. Im Vergleich zu anderen Tagungen ist die Landessynode für die Betreiber auch eher eine dankbare Veranstaltung. Weil sie sehr diszipliniert und durchgeplant vom Tag X bis zum Tag Y da bleibt, feste Zeiten hat. Das ist für uns immer ein angenehmes Arbeiten, auch wenn das Haus voll ist. Ein angenehmes Arbeiten mit vielen neuen Gesichtern. Schließlich hatte sich die Landessynode im vergangenen Herbst erst neu konstituiert. Überhaupt, wie macht er sich denn, der neue Synodenpräsident? Ich fand ihn sympathisch und zugewandt. Hat mir gut gefallen. Die neuen Synodenpräsidenten kenne ich schon als Vizepräsidenten. Ich kenne ihn schon sehr lange und kann an dieser Stelle sagen, er macht seine Arbeit sehr gut. Der ist klasse. Ich habe ihn jetzt mehrmals auch in anderen Kontexten erlebt. Und ich finde, dass Herr Wermke das richtig gut macht. Zurückhaltend, dezent und mit einer Warmherzigkeit. Das ist richtig schön. Mit Blick auf die zukünftige Arbeit der Synode gesehen, mit Sicherheit keine schlechte Kritik. Kommt der Evangelische Kirchentag nach Baden?
Kurz vor dem Kirchentag in Stuttgart stimmte die große Mehrheit der Synodalen dafür, die christliche Großveranstaltung im Jahr 2025 in den Südwesten zu bringen. Der evangelische Oberkirchenrat soll das 10-Millionen-Euro-Projekt jetzt angehen und ein erstes Ergebnis bereits während der Herbstsynode im Oktober vorstellen. Währenddessen laufen die Vorbereitungen auf den diesjährigen Kirchentag vom 3. bis zum 7. Juni auf Hochtouren. Erwartet werden über 100.000 Besucher. Die christliche Großveranstaltung hat eine lange Tradition. Aus einer Bewegung evangelischer Laien heraus entstand der Deutsche Evangelische Kirchentag nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die Evangelische Woche 1949 in Hannover gilt heute offiziell als der erste Kirchentag. Bis zum Ende der 60er Jahre kamen Themen wie Ökumene oder Friedenspolitik nur am Rande vor. 1969 entwickelte sich der Kirchentag in Stuttgart weiter, unter anderem durch den Einfluss der evangelischen Studentengemeinden. In der Arbeitsgruppe Gerechtigkeit nach einer revolutionären Welt kritisierte der Kirchentag erstmals scharf die bisherige Entwicklungspolitik mit Plakaten und selbstverfassten Wandsprüchen. Bis heute greift der Deutsche Evangelische Kirchentag politische und gesellschaftliche Themen auf. Und auch gemeinsames Beten, Feiern oder wie hier das Sonnenbaden an den Stuttgarter Kielisberganlagen gehören noch bis heute zum Kirchentag dazu. Gegen ein generelles Verbot organisierter Sterbehilfe haben sich die Evangelische Landeskirche in Baden und das Diakonische Werk Baden ausgesprochen. Vielmehr sollte die Sterbebegleitung in Kirche und Gesellschaft weiter ausgebaut werden und Sterbende sollten individuell begleitet werden. Das erklärten die beiden Oberkirchenräte der Badischen Landeskirche Matthias Kriplin und Urs Keller in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Entscheidung in Bad Herrenalb. Die Badische Landessynode hat zum Ende ihrer Frühjahrstagung ein europaweit abgestimmtes Asylrecht und einen stärkeren Einsatz für die Menschen in der Mittelmeerregion gefordert. Daneben wurde eine digitale Verwaltung in der Landeskirche beschlossen. Das sogenannte Erprobungsgesetz zur Ressourcensteuerung legt die gesetzlichen Grundlagen dafür, mehr Verantwortung auf die Personalstellenplanung und die kirchlichen Gebäude auf regionaler Ebene zu verlagern. Die beiden Landeskirchen wollen künftig mit den Schulen bei der Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern enger zusammenarbeiten. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung wurde jetzt unterzeichnet. Die evangelische und die katholische Kirche wollen unter anderem Sport-AGs, Pfadfindergruppen oder Theatergruppen zur Betreuung von Schülern anbieten. Außerdem werden zwei Schulen der Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden zum neuen Schuljahr 2015-2016 zur Gemeinschaftsschule. Und zwar die Evangelische Grundschule in Karlsruhe und die Realschule am Evangelischen Montessori-Schulhaus in Freiburg. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht des Landes Baden-Württemberg wird auf einem Kongress der Evangelischen Landeskirche in Baden vorgestellt. Zum Erscheinen des Berichtes im Mai diesen Jahres veranstalten die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie Baden, die Evangelische Landeskirche Baden, das Diakonische Werk Baden sowie ganz unterschiedliche örtliche Akteure am 4. Juli den Kongress Selig sind die Armen in Mannheim. Der Armuts- und Reichtumsbericht macht Aussagen zu Lebenslagen und Rahmenbedingungen von armutsgefährdeten und bereits in relativer Armut lebender Menschen im Land. Es hat viel mit Beziehungen zu tun. Ich habe mit jemandem gesprochen, der in einem Hospiz arbeitet und sagt, da kam jemand und sagte, gebt mir doch so einen Cocktail, dass ich jetzt möglichst schnell sterben kann. Und nach 3 Tagen im Hospiz mit einer ganz engen Begleitung, mit vielen Gesprächen, mit vielen Erinnerungen und mit Beziehungen war das eigentlich kein Thema mehr. Ich glaube, eine aktive Sterbehilfe hilft niemandem, ist etwas, was wir nicht wollen können, weil das auf unsere Gesellschaft zurückschlägt, weil das unserem Glauben widerspricht. Aber ich glaube, es ist nicht an uns, das Rechtliche da in erster Linie zu beurteilen, sondern immer wieder Menschen Mut zu machen, miteinander unterwegs zu gehen, sie zu begleiten und natürlich auch mitzutragen, wenn jemand sagt, ich will jetzt nicht mehr, dass mir geholfen wird oder sich verweigert oder so etwas.
Ich glaube, für Angehörigen ist es total wichtig, dass wir sie gut begleiten, dass wir sie nicht alleine lassen mit dieser Situation, dass Kirchengemeinden Kapazitäten finden, Menschen finden, die sagen, ja, wir gehen dahin, wir wissen, da pflegt jemand seinen Angehörige zu Hause oder begleitet sie und wir gehen dahin und reden mit ihm und begleiten sie und helfen, das auszuhalten. Das ist ja das Dramatische, das Aushalten. Ich musste in die Sonntagsschule gehen. Ich bin ja in einer evangelisch-methodistischen Gemeinde groß geworden im Enzkreis. Bin da halt eben hin, weil Mama gesagt hat, das ist gut so, mach das. Ich habe sehr gerne gesungen und das war alles wunderbar, aber ja, die biblischen Geschichten, das hat mich nicht wirklich so interessiert, wenn ich ehrlich bin. Als ich dann ins Schulalter gekommen bin, dann ging es los mit Arbeiten zu schreiben und ich ja, hatte regelrecht Angst vor den Mathematikarbeiten und habe mir dann immer so meine Pläne zurechtgelegt. Meine Schwester hat in ihrem Zimmer einen Schreibtisch stehen mit einem Button, mit so einem Aufkleber drauf und darauf war zu lesen, der liebe Gott vermag all deine Probleme zu lösen. Und dann habe ich ab und zu auch die Mathematikhefte in diese Schublade reingelegt mit diesem Aufkleber und es hat nichts gebracht. Und ich habe irgendwann gesagt, der liebe Gott, den gibt's nicht. Der würde mir doch sonst helfen, bis ich dann endlich mal auf den Trichter gekommen bin, dass es an mir liegt, dass ich einfach ein fauler Hund war und einfach nicht gelernt habe. Und wenn man dann eben ins Jugendalter heranreift, junge erwachsen werden, dann kommt die Ausbildung, es kommen der erste Liebeskummer und was weiß ich was alles und Gott ist nicht da. Wo ist er? Man verliert vielleicht Freunde durch einen Unfall, durch Krankheit. Er ist nicht da. Er hat es zugelassen, dass man geliebte Menschen verliert. So denkt man dann eben, so habe ich gedacht und ich glaube, viele denken so, bis ich auch da zur Erkenntnis gekommen bin, hey, das liegt nicht an Gott, das liegt an uns Menschen, was wir machen. Und Gott kann uns ein Leitfaden sein, Gott kann uns Dinge aufzeigen, aber er kann einfach gewisse Dinge auch nicht aufhalten. Mal sehe ich meinen Glauben oder meinen Gott in der Natur, wenn ich in meinem Weinberg bin. Und manchmal sehe ich es wirklich personifiziert, also dass ich wirklich Gott als Gesprächspartner habe, mit dem ich mich austauschen kann. Es gibt Dinge, da spüre ich vielleicht auch durch die Musik oder durch eine bestimmte Begebenheit, durch einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang, durch Regen, der auf eine grüne Wiese prasselt, durch Gerüche, da spüre ich Gottes Schöpfung.